Ich bin Maria von More Raw Food und heute möchte ich dir mal meine drei besten Tipps geben, wie ich meine Tochter zu mehr Selbstständigkeit bringe. Ich habe gelernt, dass Kinder im Leben eine Person oder mindestens eine Person brauchen, zu der sie immer kommen können, der sie vertrauen können, wo sie denken, hier kann ich so sein, wie ich will, um sich eben ja frei zu entwickeln oder so richtig aufzublühen. Und wenn sie diese Person haben, dann machen sie das. Dann können sie sich optimal entwickeln, lernen und alles. Wenn sie das nicht haben, habe ich gelesen, dann ist es schwer, so Sachen zu entwickeln, weil dann diese Grundbedürfnisse nicht erfüllt sind, wie Sicherheit und Geborgenheit und dazugehören. Das ist für Kinder ganz wichtig. Dann möchte ich, bevor ich dir diese drei Tipps heute mit auf den Weg gebe, auch nur noch mal sagen, das sind meine Erfahrungen, das ist nur mein Wissen, was ich mit dir teile. Ich möchte da niemanden zu nahe treten, der was anders macht als ich. Das sind, wie gesagt, wirklich nur das, was ich erlebe in meinem Alltag. Und ich weiß, dass alle Eltern, alle Mütter, alle Väter, die machen es immer so gut, sie es können. Und ja, wenn du vielleicht noch keine Kinder hast und daran interessiert bist, dann möchte ich dir einfach mal diese drei Tipps oder meine Erfahrungen mit auf den Weg geben. Tipp Nummer 1, das Tragen. Ich habe Lorella von Anfang an getragen. Klar, also als Lorella geboren war, dann, ich habe erst mal vorher gesagt, ich will keinen Kinderwagen haben, ich werde sie tragen. Dann als sie geboren war, so ganz klein, mal habe ich dann gedacht, weil es hier ja teilweise minus 20 Grad waren, ich kann sie jetzt nicht in der Jacke nur haben, da ist sie gar nicht geschützt. Und wir sind dann los, direkt nach der Entbindung, und haben doch einen Kinderwagen gekauft, damit wir ein bisschen rauskommen. Aber ich habe sie wirklich fast, ja, kaum in diesem Wagen gehabt und nur getragen. Erst in so einem Tragetuch und dann in dem Ergo Baby, in so einer Trage. Und wenn dich interessiert, welche Sachen ich generell super gut fand, so für Kinder kriegen, während der Schwangerschaft und am Anfang ja mit Kindern, dann hinterlass mir mal einen Kommentar, dann mache ich dazu nochmal ein separates Video. Aber wie gesagt, dieses Tragen habe ich eben auch von Anfang an intuitiv gedacht, weil ja, ich wollte auch Lorella immer bei mir haben und diese Nähe, und Lorella hat auch fast nur bei mir geschlafen, nicht irgendwie, ich konnte sie nicht im Bett ablegen. Ich weiß, dass es da auch Kinder gibt, die wollen gerne im Bett schlafen, da ist es natürlich was anderes. Nur meiner Erfahrung nach ist es eben so, dass Lorella wollte bei mir schlafen und ich trage sie auch heute noch. Sie ist 1,5 Jahre, wiegt jetzt ungefähr 10 Kilo und ich trage sie immer noch, vor allen Dingen, wenn wir auf Reisen sind. Es ist selten, dass ich sie mal im Kinderwagen habe, weil sie entweder alleine laufen möchte oder getragen werden will. Und da bekommt sie eben diese Nähe, sie lehnt sich dann auch immer an, sie macht auch den Mittagsschlaf immer in der Trage bei mir, weil sie eben immer bei mir schlafen möchte, mein Herz hören möchte, die Haut spüren möchte, sie streichelt mich dann auch immer oder den Rücken, bevor sie einschläft. Und das ist auch für mich oder das, was ich gelernt habe, so ein ganz wichtiger Punkt, dass sich eben Kinder geborgen fühlen und eben diese Nähe bekommen. Und ich merke eben, dass sie dadurch selbstbewusster wird und ja, mehr Selbstvertrauen hat. Punkt Nummer 2, das Familienbett. Was ist das Familienbett? Familienbett heißt im Prinzip nichts anderes, als dass die ganze Familie schläft in einem Bett. Und da hatte ich am Anfang so ein bisschen Diskussion mit meinem Freund, aber als dann Lorella geboren wurde, da haben wir sie dann bei uns ins Bett doch gelegt, weil er war erst so, ich will nicht auf sie draufrollen, ich habe da Angst. Und ja, ich meine, man ist dann so verliebt in sein Kind, man rollt da nicht drüber. Also wir sind auf jeden Fall nicht drüber gerollt. Und für uns ist es das Schönste, wenn wir zusammen im Bett liegen, alle drei nachts. Und wenn einer mal verreist ist und einer fehlt, dann ist es eben nicht so schön. Und das ist auch, also Lorella ist bis jetzt noch nie alleine ins Bett gegangen. Ich gehe immer abends mit ihr um 8 ins Bett. Und wir schlafen zusammen ein. Wenn ich dann morgens aufstehe um 4, da schläft ja dann mein Freund mit ihr weiter. Und wenn dann Lorella um 7, 8 so aufsteht, dann stehen sie zusammen auf. Wenn jetzt Samuel verreist ist, dann mache ich so, dann bleibe ich immer bei ihr liegen, damit sie morgens nie alleine aufwacht. Damit sie immer diese Sicherheit und die Geborgenheit hat, dass ich da bin. Und auch wenn ich alleine bin und dann nachts mal auf die Toilette muss, dann nehme ich sie mit. Es sei denn, sie schläft jetzt ganz fest, damit sie wirklich immer das Gefühl hat, egal wo Mama hingeht oder Papa, ich bin nie alleine. Und das gibt ihr eben wieder diese Geborgenheit, diese Sicherheit, und dadurch wird sie eben selbstbewusst und selbstsicher. Und Tipp Nummer 3, langes Stillen. Für mich, also ich weiß, dass Stillen nicht ganz so einfach ist für alle Frauen, aber wenn es klappt und wenn es geht,
dann würde ich es auf jeden Fall empfehlen. Weil ich habe gemerkt, es gibt nicht nur Geborgenheit und Nähe. Und für mich ist es einfach auch was Schönes, so flüssige Liebe an mein Kind weiterzugeben. Sondern es ist auch für das Kind, vor allen Dingen im ersten Jahr, die beste Nahrung. Man braucht sich keine Gedanken machen, dass man irgendetwas supplementieren muss oder sonst irgendwas. Und ja, ich merke auch, dass eben Laurella sucht eben immer noch die Brust und die Nähe und die Geborgenheit und einfach diese Zusammengehörigkeit, das schweißt sowas von zusammen und ist schön. Sicherlich, als Mutter ist man ein bisschen in der Abhängigkeit, aber ja, es ist ja nur, weiß ich nicht, vielleicht 3-4 Jahre deines Lebens und dann hast du ja dein Leben wieder für dich und ich finde einfach diese Nähe sehr, sehr schön und ich weiß, ich kriege dann auch immer die Frage, wie macht ihr das jetzt so? Ja, wenn du und dein Freund mal Zeit zusammen haben möchtest, ja, für uns ist es eben auch einfach so schön, zu dritt zusammen zu sein und ich kann euch sagen, wenn man ein bisschen kuscheln will, dann findet man die Zeit und die Möglichkeiten dafür, auch wenn man seine Großeltern oder seine Eltern nicht hier in der Nähe hat, wie bei uns. Aber glaub mir, das ist kein Problem, denn Wohnwille ist auch ein Weg. Aber mehr dazu in meiner Q&A. Das waren meine 3 Tipps, wie ich Laurella zu mehr Selbstständigkeit, Selbstbewusstsein bekomme oder ja leite, würde ich sagen, oder auf diesen Weg bringe. Und jetzt möchte ich mal von dir hören, was sind deine Tipps? Hast du noch andere Tipps? Wie machst du das mit dem Stillen, Tragen, Familienbett? Ist das was für dich oder nicht? Hinterlass mir gerne einen Kommentar. Freue ich mich immer und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib mir gerne ein Like. Wenn du mehr Fragen zu solchen Themen hast, dann hinterlass mir gerne auch einen Kommentar und ich sage bis ganz bald, lass es rocken, Maria.